automatisierende Systeme, um neue Agenturkunden zu bekommen. Hi und herzlich willkommen auch hier wieder in einem brandneuen Video auf dem SMMA-TV-Kanal. Mein Name ist Max Weiß und ich möchte euch heute mal vier Punkte mit an die Hand geben, die euch wirklich für eure Agentur, Social-Media-Agentur, Online-Marketing-Agentur und so weiter langfristig automatisiert Neukunden bringen wird. Denn ich weiß, dass ganz viele Agenturinhaber eben das Problem haben, an Kunden zu kommen, und das sollte in der aktuellen Zeit definitiv nicht das Problem sein, denn die Nachfrage ist aktuell so groß wie noch nie und wird gerade auch 2022 extrem ansteigen. Das heißt, man muss eigentlich nur richtig an die Leute rantreten und schon hat man die ersten Kunden. Wie ihr wisst, verdient man auch mit einem Kunden ja recht viel Geld, deswegen braucht man auch nicht viele Kunden, um schon einen guten Cashflow zu haben, und genau aus dem Grund möchte ich euch, wie gesagt, da heute mal vier Methoden liefern, wie ihr ja automatisiert immer wieder an neue Kunden kommen könnt. Ansonsten, bevor wir jetzt zum allerersten Punkt kommen, gibt es natürlich hier auch wieder in diesem Video eine Blue Light Brille zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist nur einmal hier das Video kommentieren, Video liken, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, sodass ihr auch kein Video mehr verpasst, und dann werden wir direkt wieder im nächsten Video auslosen, wer die Brille gewonnen hat. Ansonsten kommen wir jetzt wirklich direkt zum allerersten Punkt, um automatisiert an Neukunden zu kommen. Und das ist der Punkt, den eigentlich niemand hören will, ich ihn euch aber trotzdem sage. Und zwar Punkt Nummer 1 ist der Verkauf. Und hinter Verkauf stecken mehrere Dinge. Hinter Verkauf stecken Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsprozess, so Setter, Closer und so weiter und so fort. Und genau das ist der Punkt. Du brauchst immer als Agentur einen gewissen Vertriebsprozess und du kannst niemals in eine Agentur reinstarten und sagen, ja, irgendwer wird schon an meiner Tür klingeln und dann wird er mir Geld geben für die Dienstleistung. So funktioniert es nicht. Das heißt, egal wie und auf welche Weise du deine Agentur führst, du wirst immer irgendwo einen Vertrieb brauchen, der dir neue Kunden immer und immer wieder reinbringt. Und am Anfang macht man den Vertrieb eben selbst. Man macht selbst Telefonate, Netzwerkevents und so weiter und so fort. Aber nach einer gewissen Zeit, nach ein, zwei Monaten, wenn man die ersten Kunden drinnen hat, die einem schon gutes Geld liefern, kann man wirklich auch sein erstes Vertriebsteam aufbauen. Und dieses Vertriebsteam generiert dir beispielsweise automatisiert neue Kunden. Ich beispielsweise war jetzt 4 Wochen lang, also einen Monat lang in Dubai. Ich habe in Dubai kein einziges Mal irgendwie einen Cold Call oder sonstiges gemacht. Genau dafür ist ja ein Vertriebsteam da, dass der Vertrieb praktisch auch ohne dich funktioniert und dir praktisch neue Kunden liefert. Und genau das musst du aufbauen. Und das machst du so, indem dass du, wie gesagt, erstmal Selbstvertrieb machst, damit du auch überhaupt anderen Leuten beibringen kannst, wie man deine Dienstleistung am besten verkauft. Und wenn du dann die ersten Kunden drinnen hast, dann ruh dich nicht drauf aus und sag, ja, es ist ja voll cool, mit 10.000 Euro kann man mega gut leben, sondern nimm wieder das Geld, investier das Geld in Mitarbeiter und verdien wirklich direkt 20.000, 30.000 Euro pro Monat, und du hast mit der ganzen Sache Vertrieb gar nicht mehr so wirklich viel zu tun. So, kommen wir zu Punkt Nummer 2, und zwar ist es die Weiterempfehlung. Die Weiterempfehlung ist was, was man absolut nicht unterschätzen darf und was ihr euch auch wirklich zu Herzen nehmen müsst. Ich habe zum Beispiel auch einige Mentees von mir, die ich betreue, die machen tatsächlich so gut wie fast kein Kaltakquise, weil ihre Dienstleistung so verdammt gut ist, gerade im Bereich Mitarbeiterquise, Neukundengewinnung bei Unternehmen über Social Media und Online-Marketing, dass sie einfach in ihrer Stadt, in ihrem Ort die ganze Zeit weiterempfohlen werden, weil eben die Nachfrage da ist. Und Weiterempfehlung ist natürlich ein sehr, sehr guter Vertriebsweg, der dir auch sehr, sehr einfach Kunden bringt. Weil natürlich ist es so, wenn jemand bei dir anruft und sagt, hey Max,
der und der hat gesagt, du kannst es mega gut, können wir mal sprechen, ich will bei dir das und das buchen, dann ist es ein Heimspiel. Es ist für dich super einfach, diesen Kunden abzuschließen, diesen Kunden zu closen, auch für einen, ja, sage ich mal, etwas höheren Preis. Das heißt, wenn du merkst, dass du allgemein eine gute Weiterempfehlung hast, dann kannst du wirklich auch deine Preise dementsprechend gut steigern, weil die Leute ja wirklich was von dir möchten. Und wenn die richtige preframed werden, dann kannst du dementsprechend auf viel, viel höhere Preise viel einfacher verkaufen. Das bedeutet, um wirklich Weiterempfehlungen zu bekommen, musst du erstens eine Top-Dienstleistung haben. Ich will nicht, dass ihr euch nur auf Vertrieb konzentriert und die Dienstleistung danach schlecht ist. Die Dienstleistung muss top sein und ihr müsst wirklich eine richtig gute Kundenreise, eine Customer Journey haben. Das heißt, wenn der Kunde bei euch kauft, dass er wirklich 100% zufrieden ist, sich wohlfühlt, gerne mit euch telefoniert und so weiter, weil wenn der Kunde sich wohlfühlt und gut betreut wird, dann wird er euch natürlich auch dementsprechend immer und immer wieder weiterempfehlen. So, kommen wir zu Punkt Nummer 3 und zwar ist es allgemein die Bekanntheit. So, Bekanntheit ist verdammt wichtig, weil umso bekannter du mit deiner Dienstleistung wirst, umso mehr Anfragen wirst du bekommen. Es ist ja immer so, die Konkurrenz gewinnt nicht, weil ihre Dienstleistung besser ist, sondern sie gewinnt, weil sie bekannter ist als du. So, das heißt, du kannst eine mega gute Dienstleistung haben, wenn dich keiner kennt, wirst du deine Dienstleistung nicht verkaufen. Und dementsprechend musst du dich bekannt machen. Das kannst du durch verschiedene Dinge machen, durch allgemeinen Output, dass du rausgehst, Leute kennenlernst, auf Netzwerkevents gehst, auf lokalen Events präsent bist beispielsweise. Es gibt immer mal wieder gewisse Messen oder whatever, Online-Seminare und so weiter, wo du dich als Speaker einkaufen kannst, um wirklich bekannt zu werden. Du musst definieren, was ist deine Zielgruppe, wo hält sich deine Zielgruppe auf und dass du dann wirklich aktiv handelst und Geld ausgibst, um eben genau in dieser Zielgruppe bekannt zu werden für eine gewisse Sache, der Experte für XYZ. Deswegen mach dir auch hier einen ganz konkreten Plan, okay, wer ist deine Zielgruppe und wie kannst du genau es schaffen, in dieser Zielgruppe bekannt zu werden. Kommen wir zu Punkt Nummer 4 und Punkt Nummer 4 ist Marketing. Auch Marketing kann dir allgemein super viele neue Kunden bringen. Das bedeutet, über beispielsweise Facebook-Werbeanzeigen, Google-Werbeanzeigen, über LinkedIn, über Instagram und so weiter und so fort. Auch gerade über die Personal Brand. Also wenn du auf Instagram eine Personal Brand hast, kannst du auch viele neue Kunden gewinnen. Ich bekomme fast täglich über meine Personal Brand Anfragen von Unternehmen. Hey Max, kannst du das Social Media von uns aufbauen? Ich habe zum Beispiel jetzt auch einen Menti, den Christian, der auch in 14 Tagen über 200.000 Euro abgeschlossen hat über seine Personal Brand. Also du musst eigenes Marketing machen nach einer gewissen Zeit, um eben auch zusätzlich an neue Kunden zu kommen. Das bedeutet, du musst es nicht machen, aber es ist auf jeden Fall ein Weg, auch automatisiert an neue Kunden zu kommen. Was beispielsweise in meinen Augen nicht mehr funktioniert ist, wenn du einfach so ein Video von dir aufnimmst, so hey, Sie sind ein lokales Unternehmen und möchten mehr Kunden gewinnen, dann bewerben Sie sich jetzt hier und da. Sowas funktioniert allgemein in meinen Augen nicht mehr so gut. Man muss da ein bisschen weiter denken, man muss langfristiger denken, man muss auch ein bisschen mehr eben auf den Punkt Nummer 3 setzen, Bekanntheit, dass man gewisse Werbeanzeigen und Kampagnen entwickelt, die im Kopf bleiben, wo die Leute wirklich die Werbeanzeige sehen und sagen, wow, was ist das für ein Unternehmen? Ich will dort unbedingt in Kontakt kommen oder eine Dienstleistung buchen, ein Gespräch buchen, weil es einfach mega cool aussieht und so weiter. Das heißt, entwickelt gewisse Marketingkampagnen, die ihr über verschiedene Kanäle ausspielen könnt. Eine Personal Brand, eine Unternehmensbrand, auf Social Media, über Facebook Werbeanzeigen, wie gesagt, Google Ads und so weiter. Aber eigenes Marketing kann dir auch immer wieder automatisiert neue Kunden bringen. So, und wenn du diese 4 Punkte schon aktiv nutzt, dann kannst du wirklich aus allen 4 Punkten einen gewissen Prozess bauen, der dir automatisiert immer und immer wieder neue Kunden bringt. Ich würde dir auch empfehlen, einen gewissen Mix zu machen, wirklich nie auf das Thema Vertrieb zu verzichten. Du musst immer verkaufen, du musst immer Output haben, du musst immer Leute kennenlernen und dann können dir diese Punkte Bekanntheit und Marketing wirklich nochmal extrem in die Karten spielen und genau das alles unterstützen und deinen ganzen Vertrieb nochmal nach vorne bringen.
Ansonsten, wenn du wirklich willst, dass wir dich im Bereich Vertrieb, Neukundengewinnung für deine Agentur an die Hand nehmen, dir wirklich mal konkret zeigen, wie du ja an mehr Kunden kommen kannst, wie du bessere Dienstleistungen anbieten kannst, damit die Leute dich auch aktiv wirklich weiterempfehlen. Check gerne mal die Links in der Videobeschreibung ab. Dort kannst du dich unter anderem für ein kostenloses Telefonat mit mir eintragen. Dann gucken wir uns das mal konkret bei dir an, wie das für dich aussehen kann. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne auch einen Daumen nach oben geben. Schreib mir gerne dein Feedback dazu in die Kommentare, wie du auch aktiv vielleicht aktuell Kunden gewinnst. Würde mich auch mal super interessieren. Und ansonsten abonniere spätestens jetzt hier diesen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Max. Ciao.